Bei der Papas Amadeus House Indoors hier in Salzburg ist George Bödecker für den Parcoursaufbau zuständig. Ein lieber Gast in Österreich und wir haben immer wieder das große Vergnügen, meinerseits zumindest, miteinander zu plaudern. George, Salzburg Arena, hier ein Vier-Sterne-Turnier. Wie hast du es einmal so vom Plan her angelegt, dass wir dann am Sonntag zu einem tollen großen Preis kommen? Ja, wir sind ja jetzt erst am zweiten Turniertag und die Pferde befinden sich jetzt im Aufbau. Und da muss ich die Pferde beobachten und muss einfach sehen, welche Paare wie gut im Schuss sind, um dann eben halt über den Samstag, wo ja schon die zweite Qualifikation zum großen Preis ist, zum Sonntag hin noch die Möglichkeit zu haben, etwas zu steigern. Und hier sind sehr, sehr gute Paare am Start. Ich freue mich, dass ich jetzt das fünfte Mal hier bin in Salzburg und immer wieder von Jahr zu Jahr eine Aufwertung hier bezüglich der Besetzung, bezüglich des Umfeldes mit der neuen Halle hier feststellen konnte. Und ich hoffe, dass wir am Sonntag einen schönen Sport haben und dass wir einen würdigen Sieger haben. Darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Hast du schon 2, 3 Kandidaten ausgepickt, wo du sagst, die sind auf jeden Fall heiß hier, oder würdest du uns das verraten? Ja, es war gestern zu beobachten in dem ersten Springen, wo ja auch die besseren Pferde die große Tour gehen durften, dass sehr viele auch mit den besseren Pferden geübt haben, dass sie erstmal auf Sicherheit geritten sind, dass sie erstmal einen Zeitfehler in Kauf genommen haben, um eben halt ihre Pferde gut vorzubereiten. Und jetzt muss man mal heute beobachten, wie die Strategie ist. Wer heute so ein bisschen versucht, etwas vorsichtiger zu reiten, der sich dann für Sonntag vorbereitet. Oder wer heute sagt, das ist schon mein Tag, dieses Springen, das steuere ich schon mal an. Da sieht man schon so ein bisschen, wer welchen Plan hat dann. Dem großen Parcoursbauer, aber auch dem großen Diplomaten George Bödecker ist also kein Name vorläufig noch zu entlocken. Wir sind gespannt, wie die Linie dann am Sonntag ausschauen wird und wünschen dir auf jeden Fall noch die nächsten paar Tage hier viel Spaß und gutes Gelingen. Vielen Dank.